Der Tommy muss mit der alten Kamera wieder filmen, weil bei der neuen Kamera dieses Batteriepack kaputt gegangen ist, was ich mir vor einem Monat erst gekauft habe. Und zwar, das Pack ist nicht kaputt, aber eben die Buchse hier drin offensichtlich, weil die hat einen Wackelkontakt oder was weiß ich, der lädt nicht. Lädt einfach nicht. Das hat er schon seit Anfang an eigentlich gemacht. Musste man schon in so einer bestimmten Position, dachte ich mir, vielleicht liegt es an meinem Stecker oder so, aber lag nicht an meinem Stecker. Ein Monat alt, das muss nicht sein. Jetzt schicke ich zurück und gucke mal, wie lange das dauert, bis ich was Neues bekomme. Jo, hier ist er wieder, der Tommy. Und ich hoffe, ich habe den Battery Pack, Verpackung Pack noch da. Ich glaube, tatsächlich, ja, ich habe sie noch. Normalerweise schmeiße ich sowas sofort weg. Jetzt ist es hier. Ich freue mich ja fast schon sehr darüber, dass ich Verpackung auf hier rum habe. Was für ein Schwachsinn, was? Ärger müsste ich mich, die Hölle müsste ich mich ärgern darüber. Zuerst mal kommt dieses schöne, ja, also erstmal, man hat diesen Umkarton, ja. Dann kommt dieses wunderschöne animierte Teil hier, glaube rein. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wie das funktioniert. So. Nee. Oder kam das oben drüber? Oh, das kam oben drüber. Hui, am Ende. Alter, mein Fehler. So, also, was kommt hier rein? Ich fürchte, ich denke, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Natürlich der Batteriepack. Der wird nochmal geputzt. Sieht ja aus wie neu. Ist ja neu. Zack, Batteriepack drin. Und zwar auf diese Art und Weise. Klack, klack. Slack. Jetzt kommt er hier rein. Tada! Ach, sieht das nicht schön aus. Ich habe mich auch sehr gefreut, als ich den ausgepackt habe. Ganz ehrlich, ich habe mich wirklich gefreut. Ich dachte, jetzt kann ich endlich weitermachen. Aber nein, konnte ich nicht. Das kotzt mich an. Ich habe so ja die originale Rechnung noch dabei. Ich weiß gar nicht, ob so ein Kabel mit dabei war. Oder war es einfach nur das? Ich weiß es nicht. War da noch irgendwas drauf? Ich weiß es nicht. Ich will ja nur den Batteriepack. Ich will nur das Ding haben. Ich will nicht anders. Ich will nur den Batteriepack haben. Also schicke ich nur den Batteriepack zurück. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob die Kabel noch mit dabei war. Ich will es ja nicht zurückgezahlt zu bekommen, sondern ich hätte es ja einfach nur in Funktional. Battery Pack, fantastisch. Ich freue mich. Haben wir auf alle Fälle eingepackt. Geht auf die Reise und wir schauen mal, wie lange das dauert, bis ich da Antwort bekomme. Oder eben, ich brauche das. Ich muss meine Kamera betreiben. Ansonsten muss ich hier mit dieser alten Kamera filmen, was nicht schlimm ist. Wir haben viele schöne Videos gemacht mit der. Aber, naja, die ist halt auch wirklich schon alt. Und wenn die dann ohne ausfällt, dann. Mann, ich brauche eine Kamera. Ich habe 6 Kameras. 2 verborgt. Eine meinem Sohn geschenkt. Eine nimmt Marlies, eine nehme ich, die ich jetzt nicht mehr nutzen kann, und die hier. Das reicht. Und alle funktionieren irgendwie nicht. Alle haben eine Macke. Erst bricht die USB-Buchse raus auf dem Innending. Ja, weil ich da bescheuert gegen eine Tür gelaufen bin. Das ist meine eigene Schuld. Da bin ich gegen eine Tür gerammelt. Das ist meine eigene Schuld. Das ist halt passiert. War der Scheiß da noch drin? Das war noch drin. Das kommt nämlich da oben rein. Ja, nicht, dass jeder sagt, wir wollen bescheißen oder so. Das will ich natürlich nicht. Alles korrekt. So, und jetzt noch die Hülle drüber. Wunderbar, haben wir. Finde ich gut. Und offensichtlich benötigen wir ein abgewinkeltes USB-Kabel. Das wäre toll. Dann könnte man das festtapen, tatsächlich, richtig eintapen, sodass auf dieser Buchse keinerlei Belastung mehr ist. So mit so einem abstehenden, mit so einem seitlich weggehenden USB-Anschluss ist das schwierig. Aber mit so einem angewinkelten, so der direkt flach hier an der Seite anliegt, geht das. Aber wenn du natürlich so einen Stecker hast, wie willst du den eintapen? Aber so, das funktioniert. Könnte man dann drum wickeln und dann hat man diese
Belastung nicht. Wenn das so empfindlich sein sollte, dass das, ich bin jetzt wirklich, ich gebe es ja zu, wenn ich irgendwo rankomme, hinkomme, mache Tour, aber da ist nichts mit passiert mit dem Ding. Das ist ja wirklich, das handelt wie ein Rotei, weil das ist die letzte Chance, meine GoPro 4 zu benutzen. Also sogar ich so in der Ecke stellen mit war. Also ich habe einfach nicht das Geld, um mir 1000 neue Kameras zu kaufen. Tut das schon weh, 30 Euro für einen Akku auszugeben normal, obwohl man ja nicht muss. Ja. Aber egal, gerne gemacht, alle Dude, alle Tüten, aber es muss funktionieren. Ein Monat ist mir zu wenig, deswegen schicke ich es jetzt zurück. Also, schauen wir mal, was draus wird. Ob überhaupt diese Aufnahme jetzt was geworden ist, weil hier haben wir ja Mikrofonprobleme, das wissen wir ja. Meine Frau bezeichnet mich gerade als dumm. Battery Backpack 3.0. Muss ich das jetzt ohne das Zubehör einschicken oder wie ist das? Ich verstehe das nicht. Weil ich soll es ja ohne Akku. Du hast doch kein Zubehör. Das ist doch der Akku, der ist doch kaputt. Ja, aber da ist ja Zubehör mit bei. Das ist ja Lieferumfang mit bei. Da ist doch das mit bei. Hier oben drin ist die Gehäuse, Dinger und alles. Aber ich schicke das lieber so ein, ne? Eigentlich. Weil ich will das ja genauso umgetauscht haben. Ich will ja einen neuen haben. Ich will ja nicht. Ne? Ich würde das auch so zurückschicken. Würdet ihr das so einschicken oder was? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Hier steht die Backpacks bitte ohne Akku einschicken. Ist ja schwierig, ist ja ein Akku-Backpack. Ja, ich würde das so einschicken, wie es ist. Das geht, glaube ich, eher um die Kameras selber. Ja, dass man leider nicht seine privaten Karten drin lässt oder so wahrscheinlich, wa? Ja. So was. Ja, Charging, Status, Checken mit Built-in-LED hat nicht funktioniert, weil keine Built-in-LED funktioniert. Traurig ist der Tommy, weil er braucht die Kamera. 486 70 521. Muss ich das betiteln? GoPro Battery Backpack. 3.0. Warum eigentlich 3.0? Am 31.12. bezahlt. Und am heutigen Tag schon kaputt. Der wie viel ist denn heute? 11. 2. 2018. Jetzt wird verpackt. Retourenschein haben wir ausgefüllt. Und jetzt schauen wir nochmal, wie lange das dauert. Camp4Pro Shop-Erfahrung. Wie gesagt, das ist jetzt kein Eigenverschulden. Also in gewisser Weise ist ja alles Eigenverschulden. Hätte ich es nie aus der Originalverpackung rausgenommen, hätte es wahrscheinlich auch heute noch funktioniert. Aber da ich es der normalen Benutzung zugeführt habe, hat das eben nur einen Monat gemacht. Das kann ja nicht sein. Also beim ersten Mal hing es ja noch. War zwar trotzdem Spiel, ich habe mal trotzdem schon gewundert. In dieser Buchse ein bisschen. Ja, da dachte ich schon, ja, war das ja trotzdem auch so in der, aber hat funktioniert. So, und dann jetzt, auch immer nicht mehr, wurde es immer schlimmer. Aussetzer, dann ist die Kamera zwischendurch mal ausgefallen. Und ich dachte, nu, was denn da los? Weil der steckt ja nicht richtig drin. Denkt man ja immer, dann drückt man so nach. Und denkt so, ja, aber funktioniert. Und dann funktioniert es wieder. Und jetzt ließ es sich ja nicht mehr laden. Und ich werde mir vermutlich einen abgewinkelten Stecker holen und die Lösung ist das Beste tatsächlich. Halt einfach richtig festtapen um die Kamera rum, sodass man da wenig seitliche Belastung drauf hat. Obwohl, wir sind bei der Generation ja Hero 2, muss ich sagen, hält. Also, toll, 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 noch. Und die habe ich ja jahrelang. Also, die funktioniert. Ich schicke es jetzt ab und dann schauen wir mal.